Ja, hallo zum Briefing der fünften Etappe der Maxxis Bike Transalp 2024. Es ist die Königsetappe, eine verdiente Königsetappe. Episch, riesig, gewaltig in allen Belangen. Sie hat die meisten Höhenmeter, die meisten Kilometer, den höchsten Punkt der diesjährigen Transalp und die gewaltigsten Panoramen. Alles drin, aber seid vorgewarnt, es ist ein anständiges Brett, das zu bohren ist. Es geht über 96 Kilometer, 3250 Höhenmeter, die zu bewältigen sind. Und es ist alles drin, was Mountainbiken braucht, in allen Formen. Wir starten aus Bormio raus, zunächst neutralisiert für 5 Kilometer, bis wir auf einen Schotterweg abbiegen, der hinüberführt nach Santa Catarina Valfurva. Startfreigabe bei Kilometer 5. Da klettern wir hinauf zum Passo Gavia auf 2621 Metern. Steigung ist moderat, deswegen kann man da sein Tempo ganz gut finden, bis wir bei Kilometer 26 die erste Verpflegung passiert haben und bei Kilometer 28 ungefähr den höchsten Punkt. Nach einer kurzen Straßenabfahrt folgt der Gavia Trail. Es ist definitiv die anspruchsvollste Sektion der diesjährigen Transalp. Für 3 Kilometer ein hochalpiner Pfad, der sehr anspruchsvolles Enduro-Niveau stellenweise hat. Nicht auf den ganzen 3 Kilometern sind auch ein paar flachere Abschnitte drin, aber seid vorbereitet für einen sehr anspruchsvollen Trail, der hinabführt nach St. Apollonia. Ja, dann kommt der nächste Anstieg hinauf, auch ein Transalp-Klassiker über Case di Viso, ein traumhaftes kleines Weiler, zur Alta Via Camuna, ein wundervoller Pfad, der da hinüberführt, zum Passo Tonale, sehr zum Genießen, ein hochalpiner Weg in den Wiesen, wunderschön zu fahren, nie sehr technisch, aber macht halt richtig Spaß mit tollen Panoramen, die man obendrauf kriegt. Am Passo Tonale bei Kilometer 58 ist die zweite Verpflegungsstation und es geht auf Seitenwegen durch den Wald hinab Richtung Val di Sole, bis wir in Vermiglio bei Kilometer 71 das Val di Sole erreichen, den ersten Ort im Val di Sole. Hier eine generelle Ansage, wir werden auf den Schlusskilometern viele kleinere Ortsdurchfahrten haben, seid da einfach immer vorgewarnt und vorsichtig. Wir kommen in die Zivilisation aus den hohen Bergen. Ja, am Ende kleine Abwechslung, geht nochmal in den Wald, bis wir bei Kilometer 96 nach Malé kommen. Ein Kilometer vor dem Ziel nochmal ist eine sehr schmale Brücke über den Bach, circa 1 Meter breit. Seid vorsichtig, wenn ihr diese passiert mit dem Fahrrad, ist es einfach machbar, aber man darf nicht sehr hin und her schwingen. Für alle E-Mountainbiker, auch da wieder eine anspruchsvolle lange Challenge. Wir starten in Case di Viso bei Kilometer 42, wo auch die Akkuwechselstation sein wird. Und haben dann wieder eine Challenge bis zur zweiten Verpflegungsstelle über 18,22 Kilometer und 940 Höhenmeter. Zielschluss wird sein um 18.30 Uhr. Jeder, der später reinkommt, wird mit der Strafzeit gewertet. Eine Besonderheit hat diese Etappe. Wir haben eine Ausschlusszeit, eine Cut-off-Time bei Kilometer 42 Case di Viso. Wer diesen Punkt um 13 Uhr nicht passiert hat, wird aus Sicherheitsgründen aus dem Rennen genommen, weil das einfach zu spät wird im Ziel und vor allem in den hohen Bergen. Also bitte beachten, Case di Viso, Kilometer 42 bis 13 Uhr muss jeder durch sein. Das gilt für Bike Transalp Teilnehmer und EMTB Transalp Teilnehmer gleichermaßen. Ja, genießt diese Traum auf der Etappe, seid stark, seid vorbereitet für eine richtig anspruchsvolle Etappe, die alles zu bieten hat. Viel Glück dabei, viel Spaß.